Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Gutscheinkarte basteln könnt. Es sieht aus wie eine ganz normale Karte, aber da ist tatsächlich ein Gutschein drin und nicht so wie man das jetzt kennt hier, ja, Gutschein für zweimal Entenfüttern im Park oder so, sondern tatsächlich eine kleine, ich zeig's euch einfach, Gutscheinkarte. Ja, ich bin immer ein bisschen enttäuscht von diesen Gutscheinkarten, die man so bekommt. Die sehen meist mega hässlich aus und machen halt nicht viel her. Und man möchte doch so ein bisschen Liebe mit reinpacken. Oder etwa nicht. Und deswegen gibt es hier eine Karte, wo ihr einen schönen Spruch mit reinschreiben könnt. Quasi eine richtige Grußkarte inklusive dem Gutscheinhalter hier in der Mitte. Das Ganze ist jetzt hier in dem Fall ein bisschen schlicht gehalten, das hat aber auch einen Grund, denn das Geburtstagskind ist nicht so hau drauf. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Und zwar habe ich hier schon mal so eine Geschenkkarte gekauft, die ist tatsächlich jetzt mal gar nicht so fatal hässlich, aber naja, so richtig schön ist er halt doch nicht und man möchte ja im Endeffekt auch so ein bisschen Individualität reinbringen und zeigen, dass es von Herzen kommt und dass ein Gutschein halt auch irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Gutschein. So, also hätten wir hier den Gutschein. Und was wir benötigen, ist ein Blatt Designpapier. Jetzt habe ich diesen Umschlag weggeschmissen, dabei brauchen wir den noch. Und zwar brauchen wir den Umschlag, um abzumessen, wie unsere Karte zum Schluss, naja, bemessen sein soll. Ne? Ihr versteht das. Ich lege den Umschlag einfach wieder an und also nah an der Kante und dann schiebe ich den ganz ganz parallel zu der Kante, nicht also wirklich an der Kante dran, so weit nach unten, dass ich mir denke, das was oben drüber steht, dieses Stück hier, das passt zum Schluss in den Umschlag. So. Und das zeichne ich mir jetzt einfach mal mit dem Bleistift an. Und es sollte mindestens das Doppelte dieser Karte, denn ich möchte eine Faltkarte machen, zum Schluss reinpassen. So, jetzt habe ich das Ganze einmal und auch hier müssen wir zum Schluss ein kleines bisschen von der Breite wegnehmen, denn wir wollen ja die Karte dann auch hier reinstecken können und es sollte nicht haarscharf Kante auf Kante mit dem Umschlag sein, sondern die Karte innen muss immer etwas kleiner sein, sowohl links, rechts, oben, unten, ne, damit das passt. So, und jetzt lege ich das hier oben an die Kante an und habe bereits dieses Stück schon überstehen. Das sollte reichen, damit es dann zum Schluss an unsere Karte passen kann. Und ich ziehe noch einen Strich. Und jetzt müssen wir diesen Strich verlängern. Und zwar um, ich würde sagen, 6 cm. Also auch hier lege ich lege einfach ganz oben das Lineal an, dass ich es auch schön gerade habe. Momentan sind wir bei 21 cm und ich erweitere das Ganze um 7, also auf 27 cm, so dass es dann 6 cm länger ist. Hier unten zeichne ich mir das auch an, damit ich das zum Schluss verbinden kann. Und das, was wir uns jetzt aufgezeichnet haben, wird ganz einfach ausgeschnitten mit der Schere, mit dem Messer. Ich nehme dazu mein Schneidebrett, denn ich nutze es einfach gerne, denn es geht mega schnell und ich habe es da, also warum sollte ich das nicht tun? Nachdem wir das Ganze jetzt beschnibbelt haben, müssen wir es in der Mitte falzen. Das mache ich wirklich nur, indem ich das einfach knicke und falze. Schön drüber rubbeln, dass die Falzkante auch ordentlich aussieht. Und jetzt müssen wir von der inneren Falzkante
3 cm nach links und nach rechts abmessen. Diese 3 cm ergeben ja dann zum Schluss 6 cm. Das ist praktisch einfach nur das, was wir vorhin an die 21 cm Kartenrohlingbreite draufgerechnet haben. So. Und die Striche müssen jetzt auch zusammengefügt werden. Da muss jetzt auch eine Falz entstehen. Also 3 cm links und rechts von der mittleren Falz muss es auch wieder gefalzt werden. Ja, dazu nehme ich mir jetzt tatsächlich einfach das Messer. Das geht für mich wesentlich leichter, als jetzt nochmal mein Falzbrett zu bedienen. Bin so frei, leg das an. Und ritze einfach die Seite an. So. Und wenn wir das jetzt knicken, so und so, dann platzt mein Freund in das Video. Mein ja. Freund ist jetzt wieder aus dem Video geplatzt. Ja, ich sollte wirklich anfangen, eine Socke an die Tür zu hängen, immer wenn ich aufnehme. Aber meine Schwester hat mich angerufen und hat mich wohl nicht erreichen können. Und dann wird immer gleich mein Freund angerufen, die arme Sau. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier unsere Karte. Und die sollte so aussehen, quasi wie ein M mit sehr, sehr, sehr langen Beinchen. So, wenn wir das jetzt noch einmal aufklappen, dann radieren wir hier erstmal diese furchtbaren Bleistiftstriche weg. Und dann können wir uns schon an die Halterung für unsere kleine Geschenkkarte machen. Und zwar legen wir die jetzt hier an, schauen, dass die in etwa mittig ist, so, und lassen hier unten ein Mini-Stück Platz für ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Also bei mir passt das doppelseitige Klebeband tatsächlich auch noch genau hier hin. Und jetzt fahre ich einmal um die Karte drum herum. Dann nehme ich mir mein Lineal und lege das an die Kante, die direkt vor der Falz liegt, an. Und wie ihr sicherlich wisst, hat mein Lineal die Breite von 1,5 cm und da mache ich mir einen Strich. So, der Rest kann schon wieder wegradiert werden. Wichtig ist tatsächlich nur dieses kleine Viereck, denn das wird jetzt ausgeschnitten und zwar durch beide Schichten hindurch. Also nicht nur auf der Seite, sondern auch auf der anderen. Und wenn ihr wollt und könnt, könnt ihr hier auch so eine kleine Rundung reinmachen, dann sieht das Ganze noch ein bisschen eleganter gelöst aus und nicht einfach nur so schnippschnapp, Ecke ab. Ich mache das tatsächlich auch so hier und entschuldigt bitte mein Geschniefer, aber ich habe leider Gottes, was Heuschnupfen angeht, dieses Jahr so richtig ins Klo gegriffen und ich kriege meinen Heuschnupfen einfach nicht los, deswegen bin ich immer leicht verschnüpft. So, jetzt nehme ich mir meine super duper Kinderbastelschere und schneide das einmal schön aus. So, das Ganze ist jetzt ausgeschnitten. Ne? Nicht schön, aber ziemlich selten. Mein Gott, hätte auch alles ein bisschen besser aussehen können. Am besten ist, ich fahre an einigen Stellen nochmal so ein bisschen mit dem Messerchen nach, um so ein paar Ecken einfach hübscher zu machen. Ah, jetzt ist auch egal. So lassen wir das jetzt. Und jetzt müssen wir hier kleben. Und zwar kleben wir, ist egal, ob ihr das auf der linken oder auf der rechten Seite macht, auf jeden Fall nah an eine dieser Falzkanten hier einmal doppelseitiges Klebeband. Ganz, ganz nah an die Kante. Na, wo ist denn mein Anfang? Da. So.
schön festdrücken. Je besser ihr das hier andrückt, desto leichter lässt sich dann auch die Folie ablösen. So, und jetzt machen wir hier links und rechts auch entweder doppelseitiges Klebeband oder ich in meinem Fall nehme einfach meine Klebemaus und schmier das hier kräftig mit Kleber ein. Das Ganze soll ja zum Schluss auch schön halten. So, die Folie ab und jetzt kleben wir das zu. Tada! Wenn wir das jetzt aufklappen, dann haben wir eine Karte, die dann natürlich ordentlich gefalzt sein sollte, damit sie nicht so aufspringt. Aber wenn ihr die eine Nacht über unter ordentlich vielen Büchern vergrabt, dann sollte das kein Problem sein. Und wenn wir jetzt unser Kärtchen hier nehmen, dann können wir das nämlich hier hineinstecken. Moment, ich demonstriere. Tada! Und so steckt dann die Geschenkkarte hier drin. Tada! Ist es nicht cool? Jetzt könnt ihr natürlich, wie ihr wollt, hier drin noch was schreiben. Ihr könnt es dekorieren, wie ihr möchtet. Und jetzt habt ihr eine schöne Karte mit einer Geschenkkarte drin. Ihr könnt natürlich auch vorne Gutschein draufschreiben. Ich dekoriere das jetzt mal für mich alleine. Und ja, dann hole ich euch später nochmal dazu. Meine Karte ist fertig und ich finde, sie ist total hübsch geworden. Schlicht, neutral, nicht zu dolle, nicht zu hau drauf. Ich finde sie eigentlich super, super niedlich. Ja, diesmal wenig Stempel, wenig Gedöns, aber muss ja auch nicht immer sein. Solange hier das drin ist, was drin sein soll, nämlich die Gutscheinkarte in dieser Gutscheinhalterung. Hier auf der Seite habe ich jetzt noch Platz, um ein paar liebe Grüße zu schreiben. Die könnte ich auch hier drüben schreiben. Es gibt noch und nöcher Möglichkeiten, wie ihr das Ganze gestalten könnt. Es ist halt praktisch eine Grußkarte mit Geschenkkartenhalterung. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Bis dahin. Tschaußen, Klausen.